Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Manchmal werde ich gefragt, woher ich die Dinge weiß, von denen ich hier im Podcast erzähle. Woher weißt du sowas? Bücher, Artikel, Podcasts, Fernsehen, Internet und Blinks. Blinks, das sind Bücher, die ich nicht in Gänze selbst lese, zumindest nicht gleich, sondern von denen eine Zusammenfassung vorgelesen wird. In einer App. Blinkist heißt diese App. Das letzte Buch, von dem ich mir die Zusammenfassung habe vorlesen lassen, heißt Die Vermessung des Lebens. Wie wir mit Systembiologie unseren Körper ganzheitlich begreifen. Das Buch ist im März herausgekommen. Der Autor heißt Peter Spork. Und das ist ein deutscher Wissenschaftsjournalist, der unter anderem einen Newsletter über Epigenetik veröffentlicht. Worum geht es in dem Buch? Im Grunde wird in dem Buch dargestellt, wie Wissenschaftler auf der ganzen Welt heute versuchen, den menschlichen Körper ganzheitlich zu verstehen und zu entschlüsseln. Weil man will besser verstehen, wie Krankheiten entstehen, um sie zu verhindern, bevor sie auftreten. Es geht darum, die eigene Gesundheit und Fitness zu steuern und darum, besser gegen chronische Krankheiten geschützt zu sein und auch das Altern zu verlangsamen. Also die gesunde Lebenszeit zu verlängern, die gesunde, wohlgemerkt. Wer will das nicht? Also ich schon. Das Buch beschreibt einen Wandel in der Medizin. Viele verstehen heute Medizin so: Ich bin gesund, alles klar. Dann werde ich krank, habe Schmerzen oder irgendwelche Einschränkungen, also gehe ich zum Arzt und der macht das wieder weg. Und dazu benutzt er Medizin im weitesten Sinne. Eine Pille, eine Bestrahlung, eine manuelle Behandlung, eine Operation, was auch immer. Oder er verordnet, dass ich mich schone und im Bett bleibe, auf dass der Körper damit von alleine klarkomme. Medizin heißt heute vielfach Krankheiten wegmachen, und zwar dann, wenn sie schon da sind. Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen, das gehört heute nicht zum üblichen täglich praktizierten Aufgabengebiet eines normalen Arztes, oder? Stell dir folgendes Gespräch vor. Kommt Ralf zum Arzt. Wo tut's denn weh? Nirgends. Was kann ich dann für Sie tun? Nun, ich möchte keinen Herzinfarkt bekommen und keinen Schlaganfall. Ich möchte von Krebs verschont bleiben und ich möchte im Alter bitte nicht verblöden. Entschuldigung, ich möchte nicht dement werden. Sorry nochmal für die Ausdrucksweise. Also, ich möchte 90 bis 100 Jahre leben und bis auf die letzten paar Wochen vielleicht gesund, aktiv und geistig wach sein. Das hätte ich gern. Was können Sie da für mich tun? Ich stelle mir gerade das Gesicht von meinem Hausarzt vor, was mir relativ schwer fällt. Ich habe nämlich keinen seit 35 Jahren. Was würde der Arzt zu mir sagen? Wenn er ein wenig Humor hat, dann lehnt er sich zurück, schmunzelt, denkt nach und dann sagt er sowas wie: Höre ich ziemlich selten sowas. Finde ich aber gut. Also, ich kann da leider nicht viel für Sie tun. Zu mir kommen Menschen, die krank sind und ich versuche sie von ihren Zipperlein zu befreien. Ich bin dafür ausgebildet worden, Krankheiten zu erkennen, die passende Behandlung auszuwählen und dann, seien wir mal ehrlich, die entsprechende Pille zu verschreiben. Und dann murmel ich noch sowas wie: Bewegen Sie sich mehr, essen Sie weniger Fett und Zucker und tun Sie was gegen den Stress. So allgemeines Zeug halt. Und das würde ich auch Ihnen mit auf den Weg geben. Leben Sie gesund und drücken Sie die Daumen. Sollen wir noch Ihre Cholesterinwerte messen? Nicht, dass da schon was unterwegs ist? Und dann wäre meine Antwort sowas wie: Nein, danke, meine Cholesterinwerte kenne ich längst. Und noch viel mehr. Ich kenne auch meinen Vitaminstatus, Mineralstoffe, Omega-3, Eiweiß und Aminogramm. Aminogramm sagt Ihnen nichts, Herr Doktor? Okay. Na dann vielen Dank, mache ich mich mal wieder auf den Weg. Und falls Sie krank werden, ruft er mir noch nach. Dann komme ich wieder, na klar. Meine Gesundheit zu erhalten, solange sie noch da ist, das ist nicht der real gelebte Job eines Hausarztes oder eines Facharztes. Die kümmern sich aufopferungsvoll, und das meine ich ganz ernst und voller Respekt und Hochachtung, darum, bereits kranken Menschen Linderung und Heilung zu geben. Und das ist toll. In dem Buch Die Vermessung des Lebens geht es um das, was die Medizin heute noch nicht leistet, jedenfalls nicht in der Breite. Es gibt den Begriff der Systembiologie. Systembiologie versucht, das Leben als Ganzes zu verstehen, in all seiner Komplexität. Dazu wird überall auf der Welt modernste Technik eingesetzt. Die schnellsten Computer, gigantische Datenspeicher, künstliche Intelligenz und Machine Learning. Es werden gigantische Datenmengen gesammelt und ausgewertet. Daten von Fitness-Trackern und Smartwatches, Daten von medizinischen Untersuchungen und Studien, Daten von Suchanfragen im Internet, Bewegungsdaten von Menschen und vieles mehr. Das Ziel ist, die Funktionen unseres Körpers in größerem Maßstab zu simulieren, Einflussfaktoren und deren Auswirkungen auf unseren aktuellen Gesundheitsstatus genauer zu verstehen und frühzeitig zu erkennen, was morgen,
in 5 Jahren oder in 20 Jahren passieren kann oder wird, wenn wir uns so oder anders verhalten, um dann eben gegebenenfalls einzugreifen oder zumindest Empfehlungen zu geben. Ein simples Beispiel ist der Fitness-Tracker an meinem linken Handgelenk, in meinem Fall eine Apple Watch. Sie misst meinen Puls, zählt meine Schritte, erkennt meine Bewegungen und meine Trainings und ebenso die Stunden, die ich am Schreibtisch verbringe. Sie errechnet die verbrauchten Kalorien und würde sogar einen Sturz erkennen und einen Notruf absetzen. Und sie gibt mir Hinweise. Beweg dich mehr. Steh auf. Treib Sport. Oder dein Puls fällt in der Nacht regelmäßig ab. Und das alles ist nur der Anfang. Aber er rettet schon heute Leben. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Mir hat neulich ein Hörer geschrieben, nach einer Folge hier im Podcast über das Thema Herz- und Gefäßgesundheit. Seine Apple Watch hatte ihn auf unregelmäßige Herzfrequenzen hingewiesen. Und daraufhin ging er zum Arzt und wurde dann wenige Tage später operiert. Das hat ihm möglicherweise das Leben gerettet. Mein Ausblick für das Thema Gesundheit für die Zukunft ist folgender. Der Arzt, der Hausarzt, der Facharzt, die werden sich auch in absehbarer Zukunft darum kümmern, Linderung und wann immer möglich Heilung zu finden. Für Menschen, die bereits krank sind. Und du wirst dich um deine Gesundheit kümmern müssen. Dafür sorgen müssen, dass du gar nicht erst krank wirst. Und dabei wird dich Technologie mehr und mehr unterstützen können. Das Stichwort lautet Systembiologie. Kleine elektronische Geräte, die wir mit uns tragen, werden bald in der Lage sein, unseren Blutzuckerspiegel ohne lästigen Peaks und unseren Blutdruck oder Cholesterinspiegel permanent zu überwachen. Irgendwo in der Cloud wird ein Algorithmus daraus Empfehlungen für dich ableiten und dir Hinweise geben, die du natürlich auch ignorieren kannst. So wie du heute ja auch bereits den Rat eines Arztes umsetzen oder ignorieren kannst. Fitness-Tracker oder Smartwatches wie meine Apple Watch sind heutige Beispiele dafür. Aber wir kennen ja auch schon längst Herzschrittmacher, die Leute mit sich herumtragen oder kleine Insulinpumpen, die unter der Bauchdecke eingebaut werden. Sowas gibt es ja alles schon. Jetzt kannst du natürlich auf die schöne neue Welt der Systembiologie warten. Was da auf uns zukommt, welche Chancen und Risiken das in sich birgt, das kannst du jetzt nachlesen in dem Buch Die Vermessung des Lebens von Peter Spork. Oder du hörst weiter diesen Podcast oder besuchst vielleicht mal ein Seminar von mir und tust die Dinge, von denen wir längst wissen, dass sie dich ein Leben lang gesund, fit und fröhlich sein lassen. Ich wünsche dir heute erstmal einen schönen sonnigen September Better Day und morgen dann noch einen und noch einen und noch einen und noch einen. Bis die Tage, dein Ralf Bohlmann.